Hallo und moin hier aus dem Kreishaus in Cloppenburg. Wir alle freuen uns natürlich sehr, dass sich die 7-Tages-Inzidenz hier bei uns so positiv entwickelt hat. Sie liegt heute bei 3,5. Damit liegen wir nun schon seit einiger Zeit in der Stufe 0 des niedersächsischen Stufenplans zur Corona-Verordnung. Die Ansteckungsgefahr ist damit nicht nur deutlich minimiert worden, es konnten auch die ergriffenen Maßnahmen des Landes und des Landkreises erneut deutlich gelockert werden. Wahrscheinlich haben Sie diese wiedergewonnenen Freiheiten bereits erfreut zur Kenntnis genommen. Ich möchte sie aber noch einmal kurz und knapp ansprechen. So dürfen sich drinnen nun bis zu 25 Personen treffen, draußen sogar bis zu 50. Die Anzahl der Haushalte spielt dabei keine Rolle mehr. Vollständig geimpfte und genesene Personen sowie Kinder bis einschließlich 14 Jahren werden dabei gar nicht mitgezählt. Die Zahl der Personen, die sich treffen, kann folglich somit noch höher sein. Auch bei einer größeren Personenzahl gilt wieder eine Testpflicht. Geimpfte, Genesene und Kinder zählen aber nicht mit. Bei Treffen und Feiern in diesem erlaubten Rahmen muss dann kein Abstand mehr gehalten werden und auch keine Maske mehr zum Einsatz kommen. Es sind nun also auch viele private Feiern wie Geburtstage oder Hochzeiten möglich. Auf diese Nachricht haben bestimmt viele von Ihnen lange gewartet und hingefiebert. Veranstaltungen sind bis zu einer Teilnehmerzahl von 1.000 Personen nicht mehr genehmigungspflichtig. Darüber hinaus muss aber wieder deutlich auf das Ansteckungsrisiko Rücksicht genommen werden. In Bars und Diskotheken darf wieder ohne Abstände und ohne Masken gefeiert werden. Auch die Maskenpflicht auf Schulhöfen ist wieder aufgehoben worden. Aber in diesen Bereichen gilt noch eine Testpflicht. Gleichzeitig senken Sie damit das Risiko einer erneuten Ausbreitung, denn die Corona-Pandemie ist noch nicht überstanden. Lassen Sie uns diesen Sommer gemeinsam nutzen, um unsere Batterien wieder aufzuladen, zu leben und uns wieder näher zu kommen. Aber lassen Sie uns die warme Jahreszeit auch zur Vorbereitung auf Herbst und Winter nutzen. Lassen Sie sich bitte impfen, soweit Sie es noch nicht getan haben, denn es gibt aktuell wieder genügend Ressourcen in unserem Impfzentrum. Der ganze Aufenthalt dauert in der Regel nur 20 Minuten. Testen Sie sich sicherheitshalber vor und nach größeren Treffen. Hier bitte ich Sie, nutzen Sie auch weiterhin regelmäßig die kostenlosen Testangebote. Werden Sie diesen Sommer kaum noch genutzt, wird das Angebot immer weiter schrumpfen. Brauchen wir diese wichtige Infrastruktur aber wieder, muss sie erst wieder mühsam aufgebaut werden. Passen Sie besonders auf, wenn Sie aus dem Urlaub kommen. Es hat sich bereits gezeigt, dass die sich ausbreitende Delta-Variante des Coronavirus auch bei warmen Temperaturen zu neuen Infektionswellen führen kann. Die Ausbreitung dieser Variante sollten wir alle so lange wie möglich verzögern, bis das Risiko durch anhaltenden Impffortschritt klein genug geworden ist, sodass wir wieder ohne Maßnahmen mit dieser Krankheit leben können. Noch immer stecken sich in unserem Landkreis vereinzelt Menschen mit dem Coronavirus an. Eine Verkettung unglücklicher Umstände oder vieler großer Treffen kann nun, wo die Testpflicht größtenteils ausgesetzt worden ist, schnell in einen weiteren Ausbruch enden. Also bitte vergessen Sie trotz der geringen Infektionszahlen nicht, dass die Gefahr noch nicht gebannt ist und unsere neu gewonnenen Freiheiten auch schnell wieder in Gefahr kommen können. Aber jetzt wünsche ich Ihnen eine schöne Zeit, bei gutem Wetter und mit den Menschen, die Ihnen wichtig sind und mit den Aktivitäten, auf die Sie so lange verzichten mussten. Bleiben wir gemeinsam auch weiterhin aufmerksam und vorsichtig. Vielen Dank.